Während der Van Amersfoort-Pilot auf dem Weg zu seinem ersten Sieg in einem Hauptrennen war, musste Teamkollege Van der Laar teures Lehrgeld zahlen. 6 Runden vor dem Ende kollidierte er im Kampf um die 4. Position mit Lukas Stolz, landete recht unsanft auf dem Kopf. Zum Glück blieb Van der Laar unverletzt. Ja, unsere haben es leider verhakt, als ich versucht habe, innen reinzustechen. Ja, es ist ein Rennunfall, ist halt passiert, tut mir auch wirklich leid. Und man weiß halt nicht genau, wer schuld ist. Man macht jetzt ein paar Vorwürfe, aber im Endeffekt bleibt es ein Rennunfall. So eng können Freud und Leid beieinander liegen. Während Van der Laar ohne Punkte blieb, freute sich sein Team von Van Amersfoort Racing über die volle Punktzahl für Teamkollege Auer, der zuvor nur das Sprintrennen am Red Bull Ring gewonnen hatte und folglich diesen Sieg am Lausitzring höher bewertet.